Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder den YouTube Simulator. Und ich habe gestern ein bisschen gefarmt. Ich habe jetzt 650.000 Subs anstatt von, ich glaube, 10.000 oder was ich hatte und 1 Million Views. Jetzt habe ich schon 87 Millionen Views. Aber ich würde sagen, bevor das Video beginnt, like bitte das Video und abonniert auch gerne meinen Kanal, weil nur circa 11% meiner Zuschauer haben meinen Kanal auch wirklich nur abonniert. Also schau, ob du abonniert hast. So, ich farme jetzt aber hier auch erstmal mit meiner Instagram-Kamera, die ich mir gestern gezogen habe. Ich habe jetzt auch schon 14 Millionen Platz und mir ist was Gutes aufgefallen, was sehr Gutes, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Da war ich sogar in der letzten Folge schon drin, in diesem Musikding. Aber da gehe ich jetzt nochmal rein, weil ich jetzt noch einen Song mache und ich da sehr, sehr viel Cash davon bekommen kann, von diesem Song. Deshalb, la 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 la, ich singe hier jetzt ein bisschen, bin komplett on fire. Das Skelett mischt meinen Track dann ab, hoffe ich mal. Und mein Ziel für heute wäre eigentlich mal einfach auf die 1 Million Abonnenten zu kommen und meinen goldenen Play-Button abzuholen. Darauf hätte ich Bock. So, wie lange müssen wir denn hier noch singen? Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Ich hatte das gar nicht so lange in Erinnerung. Ich singe jetzt schon locker eine halbe Minute, dreiviertel Minute, glaube ich. Was ist, bist du jetzt da gesprungen, okay? Jetzt soll es aber auch gleich vorbei sein. Und ich hoffe, wir bekommen dann gut Cash. Also, sehr gut Cash. Ja, ich singe noch ein bisschen. Lalalala. Und, perfekt. Wie viel Cash habe ich bekommen? 205 Millionen, hier steht schon. Hier, ja, zählt er noch aus. 173 Millionen habe ich insgesamt bekommen. Und ein Package arrived. Ein Mysterious Package. Was bekomme ich hier? Ein Golden Play Button. Aber ich habe noch nicht mal 1 Million Subs. Doch, wow, wow. Ich habe 2 Millionen Subs. Ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Und ich dachte so, ja, ich will heute noch die 1 Million Subs erreichen. Was? Okay. Ich glaube, ich habe die 1 Million Subs schon erreicht. So, die Frage ist jetzt, wie schnell geht das Recorden? Gar nicht so schnell. Ich glaube, ich hole mir jetzt eine neue Kamera und einen neuen PC einfach, weil ich habe jetzt 200 Millionen. Oh mein Gott. Was soll der Geiz? So, hier, die hatte ich schon. Für 100 Millionen circa kann ich hier einkaufen. Das Teleskop. Perfekt. Wie schnell geht das? Sehr schnell. Und hier holen wir uns einfach mal, bitte sei unter 105. Okay, der ist sowieso viel zu teuer. Den Crystal Typer. Dann machen wir hier jetzt noch voll und editen unsere Videos gleich auf dem Crystal Typer. Ich habe mir auch gestern so einen King's Chair gekauft. Der sah ziemlich cool aus, deswegen habe ich mir den einfach mal gönniert. So, removen wir das hier und setzen unseren Sessel hier. Glaube ich, 10 Millionen oder so gekostet. Und ich glaube, die Chairs bringen nicht mal was. Also war ja ziemlich unnötig. Aber egal. Wen interessiert's? Wir gehen jetzt hier hinter und holen uns mehr SD-Kartenspeicher, weil mein Speicher ist jetzt schon wieder voll. Nur auf dem Weg dahinter immer einfach 99999 eingeben. Und wir haben jetzt 50 Millionen Speicher. Das ist auch ziemlich schnell voll, soweit ich weiß. Aber nicht so schnell wie der andere. Hoffentlich. Ja, es dauert schon ein Zeitchen. So, setzen wir uns hin. Komm her. Und verediten alles. Also editen, ich weiß nicht, geht das circa genauso schnell oder langsamer? Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, wir haben gleich die 300 Millionen Subs. Nein. 3 Millionen Subs, nicht 300 Millionen Subs. Das wäre ein bisschen krass. So, 3 Millionen Subs und 22.000 und 330 Millionen Klicks. Da hätte man schon gut Geld verdient mit diesen Klicks. Gut Geld verdient. So, ich hole mir jetzt aber, glaube ich, erst noch mehr SD-Kartenspeicher. So viel SD-Kartenspeicher wie möglich. Warte, das war ein bisschen wenig. So, hier, so viel wie möglich. 104 Millionen Speicher. Sind das jetzt Gigabyte, Megabyte, Kilobyte oder Bytes? Wenn es Bytes sind, dann ist es gar nicht so viel. Dann wären das 104 Megabyte. Und 104 Megabyte ist gar nicht so viel. Aber lass uns erstmal weiter editen und auf die Road to 4 Millionen machen. Ist es möglich? Ich glaube, es wäre sogar möglich, jetzt einfach mal die 4 Millionen. Aber ich weiß ja nicht. Vielleicht ganz knapp nicht mehr. Aber es sollte theoretisch vielleicht sogar möglich sein. Oder? Es wird knapp. Es wird knapp. Knappe Sache. Ich glaube, wir bleiben ganz, ganz kurz davor stecken. Oh, wie knapp. Wie knapp. 4 Millionen und 870 Subs. Das ist ziemlich knapp. Okay, wir haben die 4 Millionen schon noch geschafft. Kein Zweifel. Ich glaube, ich bin am überlegen, ob ich noch eine Höhe mache. Aber nee. Wir schauen jetzt mal beim Mom vorbei. Was kann ich hier beim Mom jetzt eigentlich machen? So, Mom. Hey, Bro. How do I get tokens? Das ist eine gute Frage. You need to get the best computer. Then what? Goodbye. Und hier kann ich rollen. Habe ich Tokens? Nee. Achso, ja. Ich habe doch gerade darüber geredet, dass ich keine Tokens haben kann, weil ich noch nicht den besten Computer habe. Letztes Mal war ich auch zu den Bathrooms und bin einfach vorbeigelaufen. Dann war ich bei dem Gebäude hier hinten irgendwo, wo die Bathrooms einfach hier direkt sind. Aber was bringen dir die Bathrooms? Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Hallo, Toilettenmann. Bro, what is you doing? Oh, lol. Was ist das? Okay, das war's anscheinend. Bringt mir nicht wirklich viel, denke ich. Aber dann schauen wir mal bei Dads Haus vorbei, weil das war ja das Do Not Enter Haus mit einer Regenwolke einfach über dem Dach und es gewittert hier oben. Hier ist auch ein Loch. Achso, 1 Billion Subscribe. Okay. Hallo Gott. Hey Bro, who are you? I'm God. Das habe ich gerade gesagt. Here's a free pink soda. Thanks. Was bringt mir die pink soda überhaupt? Gives you bonus
videos for 5 minutes. Hey, V-Bucks. Yeah, V-Bucks. Nice. Ich habe V-Bucks bekommen und ihr nicht. Edit Videos. Ich brauche ja einen guten PC. Ah, die 5 Millionen, sind die jetzt noch drin? Ich weiß nicht. Sind 5 Millionen drin? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich nicht ganz, oder? Oder schaffen wir es wieder? Wir schaffen es wieder genauso knapp. Oh mein Gott. Die 5 Millionen sind drin. Aber sehr, sehr knapp. Was mich wundert, hier sind diese Punkte nicht mehr, die ich letztes Mal hatte. Die ich anklicken konnte und dann konnte ich schneller irgendwelche Packages bekommen an SD-Karten-Dinge oder so. Die sind jetzt irgendwie nicht mehr da. Das wundert mich. Aber auch beim Editen waren die nicht mehr da. Und gestern auch schon nicht. Das ist komisch. Aber wird schon einen Grund haben, denke ich. So, bei welchem PC hatten wir aufgehört? Ich glaube, bei dem hier. Das wäre der nächste, ja. Wie viel kostet denn der teuerste PC? Das sind 2 Billionen. Ich habe keine 2 Billionen. Okay, den kann ich mir noch nicht holen. Hier auch noch nicht. Ich glaube, meine Kamera ist tatsächlich gerade am schwächsten. Okay, es ist ein bisschen schwach. 304 Millionen. Ich glaube, das ist das nächste, was wir uns holen werden. 304 Millionen hier. Edit Videos. 304 Millionen, das kann ich mir jetzt gleich sogar holen, nachdem ich das gemacht habe. Perfekt. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz gediegen auf die 6 Millionen Subs hoch, habe ich gehört. Weil unser Zuwachs ist ganz gut. Wir machen so 1 Million Subs in so 2 Minuten. Das mache ich auch so normal auf YouTube. Das ist doch normal, oder? Was? Ich bin nicht mal auf die 6 Millionen. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber egal. Wir holen uns jetzt eine bessere Kamera. Eine bessere. Die würde wie viel? 900. So viel habe ich nicht. Die hier, die RAW-Kamera. Ray-Kamera. Ich habe mich schon gefragt, warum soll das eine RAW-Kamera sein? Einfach eine rohe Kamera. SD-Card voll. Und wir verediten wieder. Das nächste Ziel wäre ein großer Gaming-PC. Ein größerer Gaming-PC. Und mein Riesenziel ist der Diamond Play-Button. Beziehungsweise die 700 Millionen Views. Habt ihr gerade gesehen, da waren V-Bucks da? Also ich habe gerade einfach einen V-Buck gedroppt bekommen. Die könnte ich auch einsetzen, theoretisch. Ich glaube, das mache ich gleich. So, 170 Millionen. Ich brauche so 240, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben schon 7 V-Bucks jetzt. Ja, droppe ich einfach ein paar V-Bucks. Einfach ein V-Bucks droppen. Oh, ich bekomme gut Geld dadurch. Und ich bekomme viel. Nein, ich bekomme nicht so viel, wie ich erwartet habe. Dann kann ich mir ja gleich einen noch besseren PC holen. Für ein paar 100 Millionen. Und ich habe ich noch einen V-Buck? Nee, das war's. Dann muss ich jetzt, glaube ich, aber noch farmen, bis ich mir den besseren PC holen kann. Ich kann ja mal nach hinten schauen, wie viel der kosten würde. Hier hinten haben wir es gleich. Muss es wieder so ewig laufen. Und ich kann auch nicht double jumpen hier. Das regt mich auch ein bisschen auf. Ich würde hier gerne double jumpen können. Ich weiß nicht mehr. Wer war es? Der hier? So? Nee. Der hier? Nö. Der hier? Der hier. Den können wir uns aber auch jetzt schon kaufen, tatsächlich. Deshalb einfach ein bisschen recorden. Dann removen wir den hier und setzen den hier. Nein, doch. Ja? Ich glaube, es ist der schlechtere. Es ist der schlechtere, glaube ich. Ich gehe davon aus. Ich dachte, der, den ich gekauft hatte, 2 Bildschirme. Ich bin mir aber nicht sicher. Weiß ich nicht. So. Ja, doch, es war der schlechtere, eindeutig. Und ich habe schon wieder einen V-Buck bekommen. Perfekt. So, 140 Millionen. Und wir holen uns den einfach mal ein bisschen mehr SD-Kartenspeicher. Ich glaube, eines V-Buck macht seinen kompletten SD-Kartenspeicher voll. Das würde Sinn machen. Mann, warum bin ich so ein Depp? So. Fertig. Ich werde jetzt mal auf so 1 Milliarde SD-Kartenspeicher gehen und dann einfach mal ein paar V-Bucks droppen. Vielleicht geben mir dann das Cash, das ich haben will. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Und meine Kamera ist ziemlich slow. Oder kommt das nur mir so vor? Jedenfalls, meine SD-Karte ist wieder voll und wir editen auf meinem neuen PC mit 2 Bildschirmen, weil der mit 3 Bildschirmen war ja anscheinend schlechter. Aber ganz wichtig, WASD sind natürlich beleuchtet. Was soll ich sonst machen? Genau, vielleicht mal mein Haus customizen, aber ich weiß ja nicht. Ich habe hier ein paar PCs rumstehen. Das sollte gut genug sein. Ey, ich habe einen Diamond Play Button. Cool. Beziehungsweise, ich sollte einen haben, weil ich habe jetzt 10 Millionen Subs und 1 Milliarde Views. So. Mysterious Package. Hier, ich habe einen Diamond Play Button und auch diesen Award bekommen. Liebe den Diamond Play Button. So ein Ehrenmann. Jetzt recorden wir aber einfach mal weiter, weil ich brauche mehr SD-Kartenspeicher. Weil ich will die 1 Milliarde haben. Und SD-Kartenspeicher. So. Ja, dann habe ich aber auch nicht die 1 Milliarde, wenn ich das jetzt voll habe. Ah, ist ja egal. Ist ja egal. Dann mache ich halt noch einmal und dann habe ich die 1 Milliarde. Ganz sicher. Ich würde auch gerne wieder Musik machen, aber ich glaube, ich darf keine Musik machen. Erst wieder in 2 Stunden. Wie schade. Und das hier sind irgendwelche Drinks, die ich mir für Robux kaufen kann. Nee, sorry. Brauche ich nicht. Was kann ich hier eigentlich im Itemshop kaufen? Weil ich weiß, das war dieser Shop für Stühle und so. Gibt es sonst noch wichtige Sachen? Ah, du kannst hier noch Schallschutz kaufen. Irgendeinen Game-Automaten für 250 Millionen. Holy. Ein Slime-Bar. Das bringt mir doch alles nichts, oder? Bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das ist nur so Decoration. Und Decoration ist jetzt nicht das, was ich unbedingt benötige. Doch, ich benötige eine Claw-Maschine. Be you are to pull. Oh, ich habe keine 500.000 gerade auf der Hand. Ah, da kann ich mir noch eine Kamera holen. Okay. Record while you are standing. Oh mein Gott, mache ich doch jetzt gerade auf. Aha. Okay. Irgendwie, ich glaube, das bringt mir alles nichts. Ich bin mir aber unschlüssig. Aber ich kann auf den Stühlen sitzen. Wie cool. Ich bin mir unschlüssig. Aber ich denke, das bringt mir alles nichts. Jedenfalls ist jetzt auch gleich mein SD-Kartenspeicher wieder voll. Glücklicherweise. Kann ich die nicht hier hochbacken, theoretisch? Vielleicht tatsächlich. Ah, ich will es gar nicht ausprobieren. Ich will jetzt mehr Subs gainen, mehr Moneymaking machen. Ich bin der Moneymaker. Und ich habe wieder einen V-Buck dazu verdient. Ehrenwert. Und wir haben die
13 Millionen Subs. 13 Millionen. Und die 14 Millionen. Irgendwie fühlt sich das gar nicht mehr so besonders an. Das ist als großer YouTuber so, dass sich jede Million gar nicht mehr so besonders anfühlt, wenn du die halt so jede 10 Sekunden eine machst. Kann mir das jemand sagen von den Großen? Weil ich weiß es nicht. Bin nicht so groß. Oh mein Gott, ein Spiel leckt. Warum leckt mein Spiel? Bro? Bro? Hallo? Okay. Okay, apparently ist einfach mein Spiel gecrashed. Wie, SD-Karte ist... Hallo? Irgendwie, irgendwas ist da hier. Sehr falsch. Nein, mein SD-Kartenspeicher hat nicht gespeichert. Was? Och, Mann. Ich habe keinen SD-Kartenspeicher mehr. Junge, es ist nervig. Jetzt habe ich sogar einiges an Fortschritt verloren. Och, Junge. Muss es sein. Ja, dann record ich mal ein bisschen. Jetzt habe ich ja schnell wieder drin, hoffe ich. Was dem Spiel halt wirklich fehlt, finde ich, so ist so dieser Free-Spin hier. Weil du kannst hier spinnen, aber dafür müsstest du Robux zahlen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist so das, was sich Daily dran binden könnte an dieses Spiel. Obwohl die Musik macht es schon einigermaßen gut mit diesen alle zwei Stunden, weil alle zwei Stunden ist noch besser natürlich. Aber dieser Daily Spin wäre, glaube ich, auch ganz cool. Der kann ziemlich hilfreich sein für solche Spiele. Oh, übrigens, was ich fast vergessen hätte. Es gibt anscheinend einen Code, den ich benutzen soll. Minigun oder so heißt der. Dann bekommst du eine Minigun als Kamera. Und die macht dann anscheinend sehr, sehr schnell irgendwas. Ich habe sogar 17 Milliarden. Die macht anscheinend sehr, sehr schnell meine SD-Karte voll. Das ist aber gar nicht for real so, oder? Weil wenn, dann wäre das ein ziemlicher Cheat. Hallo? Das ist aber gar nicht. Ist es so? Weil wenn ich jetzt auslasse, kann es gut sein, dass sie weg ist oder so. Ich gehe jetzt mal auf 100 Milliarden und ich hoffe, ich habe die dann noch. Weil wenn nicht, dann bin ich ein bisschen sauer. Ich hätte schon gern 100 Milliarden einfach so. Ich meine, ja, das ist cool. Das hat mir einen Kommentar geschrieben und das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das geht. Und es geht wirklich. Das ist ganz cool. So, ich bin jetzt über 100 Milliarden und ich denke, ich kann jetzt auch einfach mal abbrechen. Ich habe jetzt 100 Milliarden. Und das funktioniert wirklich einfach so. Sag mir nicht, dass ich das jetzt alles verarbeiten kann. Ich kann das jetzt alles veredden. Nein, kann ich nicht. Mein Ding ist einfach nur voll. Nein, das ist nicht. Es ist gar nicht voll. Och Mann. Was ein Scam. 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 Minigun, so ein Scam. Das ist ja nur Wurschel. Aber wir erreichen gleich den nächsten großen Meilenstein. Also passt auf. Der nächste große Meilenstein. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gerade noch erreiche. Wäre cool, aber ich glaube nicht. Und zwar sind es 20 Millionen. Doch, ich habe sie erreicht. 20 Millionen Subs. Wow. So, jetzt mache ich das hier noch voll. Ein bisschen hier recorden. So. Hier veredeten. Ganz easy. Das mache ich den ganzen Tag so. Nur am Editen, nur am Hustlen. Gehe ich zu meinen Items. Ah, was wollte ich mir holen? Ich wollte mir irgendwas holen. Das hier wollte ich mir holen. Eine Claw Machine. Und dann wollte ich meinen Speicher größer machen, beziehungsweise, ja, mein Speicher. Ach, kann ich das hier auch einfach machen? Oh mein Gott, ich muss nicht die ganze Zeit dahin laufen. Was? Was? Ich muss nicht die ganze Zeit dahin laufen? Warum bin ich so? Ja, okay. Es wäre auch so gegangen. Dann würde ich sagen, benutze ich einfach mal meine ganzen V-Bucks. Funktioniert das so? Wie viel bekomme ich V-Buck? Okay, ich bekomme nicht so viel, wie ich wollte. Mann, das ist schade. Ich glaube, das kommt dann einfach auf mein Equipment drauf an. Kann ich mir gut vorstellen. Dann use ich jetzt trotzdem einfach mal alle V-Bucks, um mir eine bessere Kamera leisten zu können. Weil ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich habe ein iPhone gehabt gerade. Warum hatte ich ein iPhone? Woher hatte ich das iPhone? Hä? Ist das iPhone das erste, was du hattest? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte gerade ein iPhone. Warum auch immer. Und Leute, ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben über 1 Milliarde Cash. Ich bin rich, rich. Richer als Kylie Jenner, war das die Milliardärin war? Ich weiß es gar nicht. Kann ich das Ding wenigstens benutzen? Ich hoffe doch. Nee, kann ich nicht. Wie schade. Dann gehen wir jetzt noch zum Einkaufen und benutzen unsere Minigun, die natürlich sehr viel bringt. Weil ich habe jetzt schon wieder 3 Milliarden. Und wenn ich jetzt bei SD-Karte an meinem PC setze, dann ist das nichts, oder? Hä? Ich kann da verediten? Warum kann ich da verediten? Hallo? Hä? Warum funktioniert das? Hallo? Hä? Warum funktioniert das? Achso, das funktioniert gar nicht. Ich bekomme gar kein Geld dazu. Es passiert einfach nichts. Perfekt. Es ist gerade alles verbuggt gefühlt. Ich brauche jetzt aber einfach eine bessere Kamera. Und zwar diese Herzkamera, wie viel die kosten? Der Stapler, ist das ein Tacker? Ich glaube, es ist ein Tacker. Ich weiß es nicht. Eine Love-Kamera. Die brauche ich. Und jetzt muss ich editen. Aber ich kann nicht editen, oder? Es funktioniert nicht. Ich glaube, irgendwas ist hier verbuggt. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo auch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ciao!